Hochspannung an der Grenze zwischen den USA und Mexiko nach einem Ansturm an Migranten auf Amerika. Grund dafür ist die neue, laxere Immigrationspolitik des neuen Präsidenten Joe Biden, der hier viele der Maßnahmen der Hardline-Politik seines Vorgängers Donald Trump aufgelöst hat. Und jetzt hat sich das relativ rasch herumgesprochen in Mexiko und in Zentralamerika. Viele Migranten sind am Weg hier in die USA, hoffen auf eine offenere Grenze. Einige von ihnen tragen sogar T-Shirts mit der Aufschrift: Bitte, Joe Biden, lass uns rein. Das Ganze ist mittlerweile in eine Krise ausgeartet, denn die Infrastruktur hier auf der amerikanischen Seite platzt aus allen Nähten. Das heißt, die Grenzbehörden, die Border Patrol und andere Bundesbehörden können nicht mehr genug dieser Migranten aufnehmen in diesen Detention Centers, in diesen Auffanglagern. Deshalb wurden hier sogar ganze Zeltstädte errichtet. Und besonders dramatisch ist die Lage bei Kindern. Hier ist der Ansturm besonders groß. In einer Woche alleine wurden mehr als 3000 Kinder aufgegriffen. Kinder und Migranten kommen hier hinter dieser Grenzmauer über den Rio Grande herüber. Sie werden meistens von Schmugglern in Booten in die USA gebracht. Alleine diese Fahrt ist natürlich lebensgefährlich. Wenn die Migranten dann ankommen auf US-Boden, werden sie meistens aufgegriffen von der Border Patrol und dann eben in diese Internierungslager gebracht. Viele von ihnen allerdings werden dann nach einem Asylantrag einfach freigelassen in den USA und sollten dann zu den Gerichtsterminen erscheinen. Das wird kritisiert von den Republikanern und vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump, der sagt, hier sei eine Katastrophe im Entstehen, ein Sturm von Migranten auf Amerika, den das Land nicht verkraften könnte. Es ist jedenfalls die erste Herausforderung, die erste Bewährungsprobe von Joe Biden. Und viele Kritiker der neuen Administration sagen, dass es für Joe Biden eigentlich ein Eigentor war, denn er hat mit seiner Rhetorik praktisch diese Migranten angelockt.